Moin Freunde, was geht? Wir als Content Creator sind manchmal, und das will ich so sagen, die absolut ärmsten Säue. Ich weiß gar nicht, warum ich das Headset eigentlich aufhabe. Ich spiele ja gar nicht. Das ist ja einfach nur ein Oldschool Voiceover, die ich schon immer mehr gefeiert habe als Live-Commentaries. Aber ist ja jeder seine Art und jeder seine eigene Sache. Was wir heute sagen, kann morgen schon scheiße sein. Und was wir heute denken, kann sich morgen schon ändern. Das liegt einfach daran, dass in der Gaming-Welt super viele Sachen super schnell hin und her gehen und Änderungen und Leaks und all solche Sachen. Und ich habe ja in dem Video gestern oder vorgestern, wenn ihr das hier seht, ich brauche die ganze Nacht zum Schneiden, wird eine Spätschicht. Für die Spätschicht dürft ihr sehr gerne ein Like da lassen. Es wird einigen von euch gefallen, was ich euch zu sagen habe, und einigen wahrscheinlich nicht. Und ein neues Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid, macht die Glocke an, gerne, es klingt immer so dumm. Drückt auf alle Benachrichtigungen und dann bekommt ihr auf jeden Fall die, wenn ich wieder mit einem Video für euch da bin und euch informiere, unterhalte, euch anpöbel oder, wie ihr im nächsten Video seht, Infinity Ward anpöbel. Auf jeden Fall habe ich ja darüber gesprochen, dass es Warzone nicht gut geht, weil ich über die Eindrücke, die die Creator und die wir auf dem COD Next Event hatten, gesprochen habe. Keine Loadouts, langsames Looten, die Map an sich sah zwar ganz gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja auch gesagt, aber alles andere, diese ganzen AIs oder KIs oder NPCs, ich weiß gar nicht, was man da wirklich benutzt für einen Fachbegriff, die Bots halt, dass die ja auf der ganzen Karte waren und das alles super, super, super chaotisch lief. Und Stylus hat da auch schon ein Video darüber gemacht, hat darüber erzählt, dass er, obwohl er nach dem Stream, den er dann beenden musste, noch spielen durfte, gar keinen Bock mehr hatte, weil es, er sagt, so schlecht war. Und keine 12 Stunden, nachdem ich dieses Video mit meinen Meinungen zu dem Ganzen und meinen Befürchtungen hochgeladen habe, hat jetzt Ghost of Hope, und den kann ich euch auf Twitter nur empfehlen, das ist jemand, der entweder eine Quelle bei den Studios hat und Infos zugeschanzt bekommt, oder, das ist die andere Option, und da will ich euch ehrlich sein, das ist meine Vermutung für eher, und vielleicht mache ich ein paar Leuten die Augen auf. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass all diese Leaks, die wir seit Jahren bekommen, die mittlerweile fast immer stimmen, zu 100%, dass das alles noch aus Versehen ist. Also ihr glaubt doch nicht, dass in so einem geheimen Projekt wie MW2 oder Warzone jedes Mal irgendwelche Leaks, die wichtig sind, an die Öffentlichkeit geraten und bei Activision und den CEOs der Studios keiner hellhörig wird und genau eingrenzen kann, wer das ist. Vor allen Dingen, selbst wenn sie es eingrenzen können und die Leute rausschmeißen, dann es geht ja immer weiter. Also das braucht keiner glauben. Ihr müsst eins bedenken, ein Werbe-Ad oder Trailer bei YouTube stellen kostet ein Unternehmen wie Activision Millionen, wirklich Millionen. Und Activision ist eine geldgeile Hurensohnkuh. Was sie natürlich umsonst bekommen, ist Promotion, Hype, Werbung, Aufmerksamkeit. Wenn man einfach ausgewählten Leuten, mit denen man fest zusammenarbeitet, wie Ghost of Hope oder sonstigen, Infos zuschanzt, und diese Sachen gehen immer auf Twitter viral. Und wir Creator machen Videos darüber. Ihr guckt euch das an. Ihr seht zwar die Werbe-Ads, die wir Creator hinzufügen, aber ihr zahlt ja nichts dafür. Activision zahlt nichts dafür. Die Infos, die Leaks, die gehen über die ganze Welt. Jeder freut sich, der sich damit beschafft. Da erreicht man 2, 3, 5, 10 Millionen Konten. Stylus macht ein Video, Haptic macht eins, Chappy macht eins, Amerikaner machen eins. Und ich glaube, dass das so ein bisschen eher der Ursachen oder die Ursache für Leaks mittlerweile ist. Auf jeden Fall hat er darüber gesprochen, dass sich Raven Software, die ja mit für Warzone 2 verantwortlich sind, mit Infinity Ward und High Noon Studios und Toys for Bob, und es klingt eher wie so ein Porno-Superstore, wo man so Dildos kaufen kann, aber gut. Das ist nur der Name davon, die arbeiten jetzt wirklich, also gefühlt 20 Studios arbeiten in Warzone 2. Und all die Sachen, die ich genannt habe, scheinen sich jetzt zum Release doch wieder zu ändern. Ich blende es euch sehr ein. Ghost of Hope spricht halt darüber, dass jetzt doch Loadouts wiederkommen. Die Entwickler sollen eingesehen haben, da auch gleich noch, ich glaube dem auch nicht so ganz, dass eben Loadouts besser ist als einzelne Waffen für einzelne Spieler. Einige von euch haben den Vorschlag gemacht, das fand ich geil übrigens, dass man so eine Art Token bekommt. Man kann ihn sammeln. Zusätzlich zur einzelnen Waffe, die man kauft. Und mit diesem Token habt ihr sozusagen einmal eure Waffe frei zum Kaufen. Oder man verdient sich den Token mit 5 Kills oder 10. Oder Kreativität ist ja etwas, was man in so ein Battle Royale immer reinbringen kann. Es wird jetzt aber wohl darauf hinauslaufen, dass doch Loadouts wiederkommen. Keine Info darüber, ob Perks mit da drinne sind oder nicht. Es hieß ja bis zuletzt, da waren ja auch die von Raven ganz stolz, keine Perks dieses Jahr, wo ich großer Fan wäre, weil
diese absoluten Drecksperks, die wir jetzt schon wieder haben. Serpentine. Du killst jemanden eigentlich 13 Mal und er rennt trotzdem vor dir davon. Combat Scout, du schießt auf jemanden und er glüht wie ein Glühwürmchen und du, wenn du es abbekommst, bist du auch genauso der Idiot, der sich drüber aufregt. All diese Sachen, diese Perks haben für mich in einem Battle Royale nicht zu suchen. Zumindest nicht so, dass du sie dann dauerhaft hast und dann noch Perks sammeln kannst. Da fand ich Blackout geiler. Da hattet ihr Totenstille oder Wachsamkeit oder sonstige Sachen. Konntet sie sammeln, konntet sie aber nur temporär aktivieren. Das heißt, wenn ihr wenn ihr euch gesagt habt, jetzt brauche ich Totenstille, ich will jemanden pushen, habt ihr es aktiviert, es hielt 30, 60 Sekunden und dann war es aufgebraucht. Man musste taktisch vorgehen, ein bisschen überlegen. Fand ich viel besser, aber für euch, die es feiern, Loadouts werden zurück sein. Ghost of Hope hat es bestätigt, Link zu ihm auch unten, könnt ihr ihm auch gerne folgen. Ich tue es, weil der hat immer echt krasse Infos, die sehr, sehr genau sind und reiner Zufall ist das natürlich nicht mehr. Das zweite, da haben sich auch die meisten drüber beschwert, und das habe ich nicht verstanden, warum überhaupt die Dinger drin sind. NPCs gab es überall. Es gab über 300 Stück auf der Karte und die waren einfach überall. An jeder Ecke, an jeder Straße, in jedem Gebäude, an den Strongholds, überall waren Bots. Die fliegen raus. Die Bots werden nur noch auf die 10 bis 12 Strongholds verteilt. Da kann man sich dann von dem Erdgeschoss bis zum zweiten, dritten Stock hochkämpfen. Als Belohnung gibt es, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad es ist, diese Strongholds sollen verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Das heißt, die Bots werden Rüstung haben, bessere Waffen, mehr schießen, weniger schießen, schlauer Verhalten, dümmer Verhalten. Kann man denn freie Waffen kaufen, man kriegt Perks, man kriegt Streaks und all solche Sachen. Im Prinzip eine Art Easter Egg, für das man aber aktiv auch noch kämpfen muss. Und diese ganzen Bots, die auf der ganzen Karte waren, da waren die ja richtig stolz drauf und haben das ja wirklich präsentiert und diesen Trailer gemacht, wo sie erklärt haben, wie sie Bots schlau gemacht haben. Nur damit man dann sieht, wie Bots einfach andauernd gegen so eine Wand rennen. Also ich weiß nicht, was da die Idee war. Die sind raus. Nur noch in den Strongholds, aus den anderen Abteilen sind die Bots raus. Dann hat er noch darüber gesprochen, bin ich auch verwundert. Die waren ja sehr stolz auf das Loot-System. Und ich hatte ja gesagt in dem Video, ich habe das Gefühl, dass das einfach aus dem DMZ-Modus rausgenommen wurde und der Fokus dieses Jahr auf dem DMZ-Modus ist. Und habe ja wirklich, bin ja wirklich der Meinung gewesen, dass Warzone 2 echt nicht in einem guten Zustand ist, wenn man das so lässt, wie es jetzt aussah. Damit ihr aber in einem guten Zustand seid, wir haben bei Loot 2 nagelneue Sorten, die ich euch gerne einmal ans Herz legen würde. Ich halte auch sofort die Fresse. Devil Fruit, das ist Multivitamin, milder Multivitamin. Ich liebe milden Multivitamin, ist meine absolute Lieblingssorte mittlerweile. Und auch geil, aber nicht ganz so geil für mich, weil ich zum Beispiel kein riesen Ananas-Kokos-Fan bin. Tiki Tropicali, ihr habt da Ananas mit drin, ihr habt da Kokosnuss mit drin, also richtig fruchtig, jetzt für den Sommer, der gerade anfängt, perfekt. Leute, mit Code CHAPPY20 20% Rabatt, das ist mega und es gibt auch wieder Shaker von mir mit dabei gratis, also lohnt sich zu bestellen. So, ich hoffe, ich kriege den Übergang noch halbwegs hin. Der gesamte Flow in diesen Warzone-Runden sah für alle und war auch offensichtlich absolut langsam, weil eben dieses, was wir kennen, wir öffnen eine Kiste, auch beim Vorbeirennen, die Sachen springen raus, wir saugen sie auf, lutschen weiter, sausen weiter und kämpfen und alles, das bringt Geschwindigkeit in so ein Game, es bringt Gameflow rein, es fühlt sich flüssig an, es ist schneller, es erhöht die Skill-Gap. Wenn man an jeder Kiste, so wie die das machen mussten, stehen bleiben muss, Viereck drücken, damit sie aufgeht, dann nach ganz rechts, weil da irgendwas ist, was man braucht, dann musste man das mit X nehmen, dann musste man mit Kreis aus der Kiste wieder rausgehen, dann musstet ihr euren Rucksack öffnen, musstet oben im Rucksack ins Inventar, musstet auswählen, was ihr aufgenommen habt, musstet das unten reintun und konntet dann wieder loslegen. Das ist Schwachsinn, seien wir ehrlich. Das ist in Tarkov, glaube ich, ein sehr gutes System, weil das bei Tarkov ist ja auch im Prinzip, wie jetzt der DMZ-Modus wird, eine andere Art von Battle Royale, wenn man das so sehen will. Es ist eigentlich kein Battle Royale und da passt es sehr gut rein in anderen Games, aber nicht in einen eigentlich schnellen Battle Royale, wie Warzone 2 es sein will und Warzone 1 mit Verdansk und mehr oder weniger Caldera es war. Und da läuft es jetzt tatsächlich darauf hinaus, dass sie gesagt haben, dass sie die User Experience, also die UI, vom gesamten Loot-System jetzt nochmal überarbeiten. Was mich ehrlich gesagt überrascht, weil man arbeitet von Anfang an, seit 2017 wird an diesem Projekt mittlerweile gearbeitet. Erst Verdansk und währenddessen hat man schon an Warzone 2 gearbeitet, nachdem man sah, welchen Erfolg es hatte.
da wird so ein Loot-System nicht einfach in 6 Wochen geändert und man sagt, oh, das gefällt ja gar keinem. Och nein. Ja, das haben wir jetzt ja nicht gewusst. Okay, wir ändern das. Ich sage euch, was meine Vermutung ist. Ich glaube, dass wir mittlerweile so sehr verarscht werden, dass wir das schon gar nicht mehr realisieren wollen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese Alpha-Version, die die Leute dort spielen konnten, mit Absicht nicht dem entsprach, was wir alle erwartet haben. Denn jetzt ist es natürlich so, dass die Leaks erst kommen. In 3-4 Wochen wird es 1-2 Trailer geben. Es wird 1-2 Infos darüber geben. Am 16.11. ist ja schon Release in 6 Wochen. Und dann werden wieder viele sagen, guck mal Leute, wir haben uns beschwert und jeder hat drauf gehört. Jetzt haben sie die Loadouts wieder drin und das haben sie wieder drin und das haben sie wieder drin. Und das ist natürlich ein tolles Marketing, weil die Leute nicht mit einem negativen Gefühl schon reingehen, sondern mit einem positiven Gefühl, obwohl ja nichts Großartiges passiert ist, außer dass das genommen wurde, was die Mehrheit der Spieler einfach will. Im Multiplayer ist das anders. Infinity Ward zeigt uns da den Mittelfinger und sagt, wisst ihr was, Leute, es ist mir eigentlich scheißegal, was ihr wollt. Wir treffen mit unseren Entscheidungen sowieso ins Schwarze, schon allein, weil 98% von euch gar keine Ahnung haben, wie viele Randoms es hier gibt. Das sage ich euch aber nochmal in dem separaten Video über mein absolutes Endfeedback zur Beta und zu Modern Warfare. Das seht ihr, wenn ihr das hier gesehen habt, morgen. Ich würde gern von euch wissen, was haltet ihr davon, dass die Sachen jetzt doch wieder so zurückgenommen werden? Ich finde zum Beispiel das Loot-System, dass es viel zu langsam war. Ich finde es gut, aber dass jetzt wieder Loadouts kommen und das nervt einfach so. Ich bin Content Creator, okay? Ich verdiene Geld hiermit. Ich bräuchte mich nicht drüber beschweren. Kann ich jede Season wieder 5 neue Metas vorstellen? Die Videos machen unglaubliche Aufrufe. Aber es interessiert mich halt als Spieler ja auch am Ende des Tages. Ich mache ja nicht nur Videos, ich streame ja auch 40 Stunden die Woche. Übrigens bei Twitch könnt ihr vorbeischauen, mich kennenlernen. Und es ist so nervig, jetzt PPSH-Meter, gefühlt ein halbes Jahr, jeder schießt aus der Hüfte mit Waffen, die man sich kauft und verschiedene Aufsätze nehmen kann, ist das Ganze anders. Man hat nicht automatisch 2 Waffen, man muss vielleicht mehr überlegen, eine Long-Range-Waffe, eine Close-Range-Waffe und. Und jetzt kommt halt dieses Meta-Gebäsche wieder und für viele von euch, ich habe es auch mitbekommen, den Aspekt habe ich nie gesehen, viele von euch haben nicht die Zeit, die wir Creator haben und leveln eine Waffe in 3-4 Stunden, weil wir oder 6 Stunden am Tag und ziehen durch und haben sie auf Level 70 oder 50. Viele von euch sehen, was eine neue Meta ist und müssen erstmal 2-3 Wochen daran arbeiten, diese Waffe hochzubekommen, weil sie nicht viel Zeit haben. Und das ist immer so richtig kacke und dann wird doch nicht mehr drauf geachtet und dann für euch wird jetzt wieder dann diese neuen Vault Editions rauskommen, damit ihr die Waffe dann nicht leveln müsst, sondern ihr könnt sie dann direkt kaufen für 30 Euro. Das ist alles Verarsche. Generell, ich finde die News nicht schlecht, aber ich hätte mir gewünscht, dass man Mut hat, etwas Neues zu machen, aber in Verbindung mit Feedback von der Community und nicht wie Arschloch Infinity Ward in Verbindung mit dem, was das eigene Konto nachher wieder darstellt, denn jedes Game, was sich in MW2 verkaufen wird, landet zu einem kleinen Teil auch bei den Leuten von Infinity Ward. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus.